Meins. Einen wunderschönen guten Tag und ein herzliches Willkommen auf der LPG Schwarzen Pumpe. So, endlich geht's bei auf meinem Kanal auch da mal weiter. Und ihr seht gleich ein Poppy. Mit dabei ist natürlich auch unser Matze. Ich bin nicht dabei. Aber ich musste erstmal wirklich gerade erstmal voll gegen Boom fahren. Ja. Nichts Neues. Und er hat immer noch ein kaputtes Lenkrad. Ja, passiert. Aber diesmal jetzt ist es ganz kaputt. Nee, ich hoffe es nicht. Ja, also er braucht ein Ersatzteil dafür. Bis dahin, bis das Ersatzteil nicht hat. Oder heilige Macht habe, Ersatzteil. Ja, Heide gemacht hat das kaputte Teil und dann es wieder funktioniert, solange ist es kaputt. Richtig. Und Vater fragt, es ist das Lenk, der Lenkrad, Encoder, der ist im Arsch. Könnt ihr gerne mal googeln, was das ist. Aber ich versuche schon mein Bestes. Ach, für was mir gerade auffällt. Nee. Ich glaube, dass ich das, glaube, das erste Mal so richtig mit meinem Trecker wieder arbeite, ne? So, der Matze, der sammelt. Ich sammle nicht. Der sammelt Gross. Nee, auch nicht das. Doch. Ich sammle die, ich fahre den Trecker nur. Und ich kümmere mich weiter um die Kühe, was ihr in der letzten Folge nicht gesehen habt. Folgen, weiß ich. Ja, das ist So, wir soweit, ne? haben, ich habe gerade übrigens festgestellt, dass ganz komisches, die Pflanze hat die Mischfutterstation. Aber, naja, gibt Schlimmeres. Meine, im Endeffekt ist es ja egal, gut, wie gesprungen, wer jetzt was hat. Das, was jetzt jetzt passiert da hinten, das ist ja in dem Sinne ja sowieso. Wir müssten es, weil wir ja die nicht die Singleplayer, sondern die Multiplayer-Variante nehmen. Multi-Variante haben, ist das ja halt so, dass wir halt das auf anderen, wie heißt das, IDs gespeichert wurden. Und daher ist das ein bisschen anders da geregelt. Genau. Gut, kein Zug bitte, kein Zug. Hä, wieso kein Zug? Weil ich gerade über die Bahnschiene fahre. Hä? Bei mir bist du oben bei der Mischfutterstation. Nein. Stimmt, jetzt kommst du mir auch wieder entgegen. Jetzt sehe ich dich auch wieder auf der Karte. Ja, leider Gottes ist das Stroh komplett hier unten. Deswegen haben wir hier heute ein bisschen zu fahren. Weil wenn wir mal noch mal ganz kurz auf anderen den Hof springen. Ihr seht, der Hof hat 0 Euro oder 0 Mark. Da fehlt noch ein bisschen was. Wasser ist am schlimmsten dran. Das fahren wir dann als nächstes. Und dann würde ich nämlich sagen, dass wir uns irgendwie noch ja, auf dem Grasfeld irgendwie uns zulegen. Zur Not machen wir uns das. Genau.
So, man merkt, glaube ich, so langsam, dass ich hier unten mich kaum auskenne. Ich bin gerade schön am Stroh, vorbeigefahren. Oh, 1 Million. Davon kann das Tiergehege oben echt freuen würden, tun, wenn das oben in ihren Dings wäre, ne? Ach, ich finde das hier ein bisschen übertrieben, muss ich ehrlich gestehen. Also ich brauch's nicht. Ich habe doch, dadurch, dass in die Lager alles reingeht, ist doch gut. Also ich finde es ein bisschen übertrieben. Und vor allen Dingen, ja. Wenn das 1 Million Liter Stroh wären, dann wäre es ganz schön mau. Ich habe heute auf Arbeit die Kühe eingestreut. Vorher natürlich erstmal ausgemistet. Und dann eingestreut danach wieder. Das waren waren ein paar lose Sachen, also ein paar lose Greifer dabei. Waren gefühlt schätzungsweise 5 Ballen und da war voll. Was für Ballen? 9000er. Ne, das meine ich jetzt nicht gerade. Was für Ballen? Rundballen? Quaderballen. Quaderballen, deswegen sage ich ja 9000. Also ich würde mal eher sagen, rein theoretisch müssten wir hier für die von der Ballengeschichte her pro Tier, also im Prinzip rechne ich mal normalerweise für 12 Tiere 3 diese 120er Ballen. Ja, wie gesagt, also wir haben ja nur die großen Strohballen. Ich weiß, was du meinst. Und da kannst du ungefähr ein halbes pro 12 Tiere. Ja gut, da haben wir so viele Tiere sind da gar nicht drin. Das waren jetzt komme ich gerade nicht drauf. Da wo sie kalben halt die. Kalbbucht. Da sind vielleicht schätzungsweise 15, 20 Stück drin. Und da hast du 5 große Ballen reingepackt? Es ist eine relativ große Bucht. Da hast du aber extrem. Ja, soll ja auch überall was liegen, ne? Na, ich kenne das eigentlich normalerweise nicht so groß. Du, ich habe immer mit denen zusammen eingestreut, von der direkt intakt bei den Kühen ist. Da haben wir sogar 6 reingeknallt. 6 Ballen. Ja gut, ich schätze mal, das soll ja auch relativ weich für die sein. Ja. Dass die sich nicht auf die Schnauze, will sich auf die Schnauze, auf den Hosenboden klatschen, dass sie nicht verkalben oder so. Genau. Wenn sie da reinkommen. Aber gut. Da ist ja jetzt auch der Milchpreis schon wieder gesunken, ne, übrigens. Glaub mir, das wird bald wieder hochgehen. Wie sieht es eigentlich bei euch mit der Ernte aus? Welche Ernte? Es liegt im Dreck. Der Weizen ist weiß. Also tot. Keine Qualität jedenfalls mehr. Das ist natürlich echt kurios. Ja, ne, es regnet und regnet jeden Tag. Das ist nicht normal. Ich glaube mal, wie willst du da was ernten, wenn es jeden Tag wenn jeden Tag Niederschlag runterkommt? Sonntag, wo wir das letzte Mal so lange gequatscht haben, hat er erzählt, hier regnet es den ganzen Tag. Oh. Ja, ich merke aber gerade wieder was. Tradition! Lässt grüßen, ich weiß. Ja, du gehst nicht ran oder was? Ich geh mal kurz hin. Ja, bis gleich.
Also, also da Sonntag, da hatten wir mit Matze gequatscht gehabt. Und ich will jetzt nicht lügen, aber irgendwie haben sie erzählt von 30 Liter. Hat es geregnet über den ganzen Tag. Das ist nicht wenig. Und wie soll man da was ernten? Ne? Also, und heute hat es auch schon wieder geregnet, gestern hat es geregnet. Ja. Da kannst du nichts machen. Jetzt sind wir jedenfalls bei den Kühen, beim Stroh schon mal im Grünen. Jetzt bin ich am Überlegen, ob wir nicht lieber erstmal Wasser fahren, weil das ist noch rot. Das machen wir jetzt auch. Jetzt nur mal bloß. Ich habe gesagt, noch keinen zweiten Monitor dran. Ne? Deswegen muss ich, weil ich ja jetzt selber auf die Uhrzeit gucken muss, mal schnell in OBS rein scrollen. Ja, der Gras ist hier ein bisschen überpowered, aber ich finde den halt so geil. Und das halt wirklich nur für Wasser und für Milchfahren dann zuständig. Für mich steht übrigens auch. Ja. So, mal gucken, ob ich jetzt hier. Warum denn? Also, das verstehe ich jetzt nicht. Wie soll man hier mit Wasser auffüllen, wenn er nicht aufzufüllen geht auf einmal? Das ist seltsam. Okay, da müssen wir uns mal andersweitig kümmern. Müssen wir doch erstmal weiter nach Stroh fahren. Tut mir leid, Leute. Irgendwas stimmt mit dem Auflieger, mit dem Anhänger nicht. Doch, Auflieger. War ja richtig. Meine Güte. Ach ja. Ist bestimmt wieder der Sohnemann oder der Papa bei Matze. Ach, Leute, Leute, Leute. Ich weiß gar nicht mehr, was ich wieder erzählen kann. Wie ist bei euch so das Wetter? Regnet es auch immer wieder? Oder ist es bei euch trocken? Und wie sieht bei euch vielleicht die Ernte aus? Und wie gesagt, bei uns ist halt noch der Weizen komplett. Und auch der Roggen, da steht auch teilweise. Also da sind schon ein paar Felder runter, aber halt nicht alle. So, sorry. Wie immer.
Wer war es denn? Das war meine Ex. Oh, Die sehr schön. hatte ein Problem, das musste ich gerade erstmal kurz mit ihr lösen. Siehst du, und ich hatte geschätzt, dass es dein Sohnemann wieder ist. Ja, auch mit unter anderem. Aber es war gleich. Aber dass die immer das immer schaffen, egal wann wir aufnehmen. Wir haben nun keine festen Aufnahmezeiten. Aber immer schaffen die es anzurufen. Ach, lieber nicht. Als ob Puff. die eine Kamera bei dir auf dem Desktop zu richten haben, damit sehen, du nimmst Aufnahmen auf. Jetzt können wir anrufen. So ungefähr, ja. Nee, Time. Time to say goodbye. Aber sowas schon. Na dann, hoffe doch, es hat euch gefallen. Schaltet gerne beim nächsten Mal wieder ein bei Matze und bei mir. Natürlich gerne separat, ne? Das war alles, was abkam, ne? Vom Kuchen. Und Ja, du, lasst ja. ein Däumchen da und ciao, ciao. Tschüss.